Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, der Matt Jackson von Android TV, und ich bin nach wie vor auf dem MWC in Barcelona und habe vom LG-Stand mir diese wunderhübsche, schöne Smartwatch geklaut. Nur vorübergehend, also habe ich sie mir geliehen. Das ist natürlich, wie ihr wisst es wahrscheinlich schon, die LG Watch Urban, heißt sie. G-Watch R war das Vorgängermodell und das ist die LG Watch Urban. Ihr seht, die sieht schon ein wenig anders aus vom Design her, etwas eleganter. Man hat halt mit der R-Version schon versucht, mehr so das sportliche Design hervorzuheben, und hier versucht man halt die andere Zielgruppe entsprechend zu bedienen mit dieser Uhr. Ich halte sie mal so ein bisschen schön von allen Seiten hin. Ihr seht sie also hier mit einem schönen Metallkorpus und in silberfarben. Die technischen Daten will ich vielleicht auch noch mal ganz kurz nennen, wenn wir schon hier vorne auf dem Display sind. Es ist wie bei der G-Watch R auch ein 1,3 Zoll großes POLED Display, welches mit 320 x 320 Pixeln auflöst. Das sind also 245 ppi. Die Größe an sich der Uhr habe ich auch gerade mal parat hier. Das sind 45,5 mm mal 52,2 mm und in der Dicke oder dünn, je nachdem wie man gerne möchte, 10,9 mm. Sie hat ebenfalls wie die G-Watch R 4 GB Programmspeicher verbaut, und vom Arbeitsspeicher her ist sie mit 512 Megabyte in dem Falle ausgestattet. Akku 410 mAh, ihr kennt es vielleicht noch von dem Vorgänger. Ansonsten seht ihr auch hier wie bei der G-Watch R die Verarbeitung. Man kann also hier standardmäßig 22 mm Armbänder auswechseln, was man gerne möchte. Das ist relativ einfach machbar, wie bei jeder anderen herkömmlichen Uhr auch. Und wir sehen auf der Rückseite die Pins für die Ladestation, um die Uhr aufzuladen, und zwar den 410 mAh starken Akku. Ich habe es eben gerade schon gesagt. Dann sehen wir hier den Pulsmesser bzw. den Herzfrequenzsensor, dass wenn man sich sportlich betätigen möchte oder sich gerade mal wieder aufgeregt hat über irgendwelche Dinge, dann kann man hier mal ganz fix seinen Puls messen, unabhängig, ob man ein Smartphone mit dem gleichen Sensor hat. Ja, wir haben hier wie auch immer Android Wear als Betriebssystem drauf. Das wollen wir natürlich auch noch mal ganz genau wissen. Wir halten mal hier den Button gedrückt und hoffen dann in die Settings zu kommen. Genau so ist es. Hier ist noch 4.4 drauf. Das liegt aber einfach daran, dass wir jetzt hier ein Messemodell haben und hier wahrscheinlich das Gerät noch gar nicht gekoppelt wurde, um mal hier das neue Betriebssystem herunterzuladen, denn wir sind ja da schon ein kleines Stückchen weiter. Ansonsten wisst ihr ja, wie es eben bei Android Wear üblich ist. Man kann also ganz einfach hier auch die Watchfaces wechseln und kann zwischen diesen Watchfaces, je nachdem, was man gerne haben möchte, sein entsprechendes Watchface wählen und auch entsprechend ausführen. Ja, ich denke, vom Design her ist da hier eine schöne Uhr, eine schöne Smartwatch LG gelungen, und leider kann ich noch nicht sagen, wann genau die in den Handel kommen wird, beziehungsweise zu welchem Preis. Man munkelt, dass sie im Sommer kommen wird. Man hat aber auf jeden Fall fest zugesagt, dass sie auch nach Deutschland kommen wird, die Uhr. Preis habe ich leider noch nicht parat, aber ich denke, sie wird sich ähnlich wie bei allen LG-Produkten recht preisgünstig erwerben lassen, die Uhr. Also wenn ihr noch den Preis von der LG G-Watch R im Kopf habt, dann denke ich mal, wird sich das so ungefähr bewegen. Ich hoffe, ihr habt sie jetzt mal so von allen Seiten gesehen und konntet euch so einen ersten Eindruck von der Uhr erhaschen. Ob es was für euch ist, schreibt einfach mal in die Kommentare rein, wie sie euch gefällt. Und ob das vielleicht was für euch ist, denn diese Uhr, wie schon die R, hat also das komplette Ziffernblatt dargestellt und nicht wie einer der Mitbewerber, der hier unten irgendwas abschneidet. In diesem Sinne soll es das auch erstmal von hier aus gewesen sein, aus Barcelona. Euer Matt Jackson von Android TV. Tschüss! Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, uns zu abonnieren und es vielleicht auch über Twitter, Google+ oder Facebook zu teilen, damit andere auch etwas davon haben. Zum Degger, Degger, Zum.